Beim Kompostieren kann man Sachen falsch machen, aber das ist eigentlich, wenn man eigentlich das Grundrezept schon richtig ansetzt, in halb Bestandteile, schön durchmischen, kurz halten, die Sachen feucht halten, vor Sonneneinstrahlung, vor Ausrechnung schützen, regelmässige Umarbeiten richtig macht, passiert eigentlich nicht viel. Wichtigste Voraussetzung in einem schattigen Standort haben, halbschattigen Standort, Decken mit einem Deck oder mit Vlies. Und was ganz gut ist, wenn man wieder hohe Röstabfälle und Frösche dazugeben, kurz die Lagenweise überstäuben mit Steinmehl. Das braucht nur einen kleinen Sport, das tut die Geruchsemissionen sehr gut fernhalten und tut auch Insekten fernhalten. In einem vernünftigen Mass kann man das sehr gut auch kompostieren. Störend ist hier eigentlich nur das Gewürz, also so, was viel Soßenanteile hat und so weiter. Das vielleicht ein bisschen zurückhaltend rein tun. Aber eigentlich, also sehen wir gekochte Speise, Röstabfälle sind, ist ein bisschen eine Frage vom Mass. Fleischabfall ist immer auch so ein bisschen das Thema. In einem geringen Mass, dass es ein bisschen Knöchel hat oder ein bisschen wenig Fleischreste geht das auch. Aber ich würde sagen, wir tun das eher mit dem Kehricht entsorgen, Fleisch und Fisch, Fischabfälle etc. So solche Sachen lieber nicht in Kompost tun. Viele Leute haben das Gefühl, kompostieren, es braucht Würmer. Woher kommen die Würmer? In einem natürlichen Garten oder in einem Kompost so ansetzen, auf dem gewachsenen Boden, auf dem Naturboden, wandern die Würmer ganz automatisch von außen ein. Es kommen auch Insekten, die ihre Eier schon im Ausgangsmaterial ablegen oder dann später im Kompost. Wir brauchen keine Würmer dazu. Wir haben hier drinnen noch grobe Bestandteile, die vielleicht noch etwas länger hätten zum Verrotten. Die kann man je nach Verwendungszweck aussiebeln, muss es aber auch nicht aussiebeln. Bei Feinsaaten etc. stören die, dort ist es vielleicht besser zu aussiebeln. Aber bei anderen Sachen, wie wenn man vielleicht den Kompost als Düngemittel in als Bodenverbesserer in ein Gartenbeet tut, muss man so nicht unbedingt aussiebeln. Wenn ich den Wunsch ausdrücke, ich will in meiner Wohnung kompostieren, es gibt Spezialbehälter. Es gibt Spezialbehälter, die man auf dem Balkon aufstellen kann. Das sind ein spezielle Behältersysteme. Eine Vielfalt im Handel vorhanden. Aber dort muss man spezifisch die Anleitungen beachten, die dann der Hersteller vorgibt. Aber im Grunde genommen laufen dort genau die gleichen Prozesse ab.